Ich habe das bei dem Problem, weil kann ich nicht so gut Deutsch sprechen. Ich habe das Gefühl, muss ich Schutzengel für meinen Sohn werden, weil das Du wir musst sind ein Schutzengel für deinen Sohn werden. ja, weil das wir sind von vor Jahren von Indien gekommen und wir sind alles Hindu und jetzt denn Okay. bei Schule eben das Religionen lernen. Und mein Sohn sehr mag Jesus Christus und der möchte das gerne, wie sagt man das, annehmen. Und das Familie sehr große Probleme machen. Und ich finde, mein Sohn, das darf das frei aussuchen. Was will der glauben? Und jetzt die Ja. Frage, wie kann ich denn helfen? Weil ich traue mir nicht, wegen des anderen, das mit ihm bei der Kirche zu gehen. Kannst du mir Rat geben? Mach mal noch mal kurz zusammengefasst. Ja, wir sind Hindu von Indien, ja? Ja, Hindu von Ja. Indien und sein Ja, Sohn und meine darf denken, Sohn, was er will. nein, das ist ja ein Problem. Das Familie sagt, du bist Hindu geboren, du wirst Hindu sterben und ich bin auch Hindu, ich möchte auch Hindu bleiben, aber wenn, sagte meine Sohn, er möchte das Christen werden, finde ich, soll das Ja. machen, aber ich weiß nicht, wie kann ich ihm helfen? Dass er Christ wird? Ja, das kann das Familie das akzeptieren und was kann man ihnen helfen? Naja, du kannst ja deine Familie, ich meine, wenn du das akzeptierst, wird deine Familie das auch akzeptieren, oder nicht? Meinst du Das die? sind das ich will jetzt nicht zu meiner Familie will nicht Fanatik sagen, aber das sehr wie man sagen das wenn das Konservativen die das nicht mögen. Die mögen das nicht. Nein. Und das ist halt das Frage, was kann man machen? Naja, also die mögen das nicht, mit ihnen reden könntest du auch nicht. Nee, ich glaube nicht, das wird funktionieren, weil einmal meine Tochter hat deutsche Freunde mitbringen, großes Problem, weil das kein Hindu. Und weißt du, ich finde das nicht so schlimm. Weißt du, soll jeder Mensch denken, was will der? Aber dann musst du ihnen das einfach erklären und ihn einfach machen lassen. Und wenn, also wirklich einfach machen lassen. Und wenn dann jemand kommt Ja. und dir erzählen möchte, dass es nicht gut oder sauer auf ihn wird, setzt du dich für ihn ein und hilfst ihm. Ja, das habe ich ja schon probieren. Das ist ja zu mir gekommen, sagen Papa, weil wir haben ein sehr gutes Verhältnis, der sagt, Papa, was soll ich machen? Und dann ich das halt sagen, du kannst durch glauben, was möchtest du machen, weil wir sind zu Ja, Deutschland aber bei gekommen, einer frei zu Diskussion leben. kannst du doch dazukommen und ihn unterstützen und sagen, er kann denken, was er will. Und Ja. du findest das okay und die anderen sollten da auch mal sich darauf einstellen, Ja, dass und das okay ist. findest du, soll ich ihnen helfen, das zu machen als, ich sag mal, undercover oder soll man das mit Familie Aktion machen? Wie meinst du das? Naja, dass er kann das machen und kein Problem geben oder soll man mit Familie sprechen und sagen, dass Sprich mit Babu ihnen und sag möchte. das. Nein, ganz direkt, sag ihnen das direkt. Okay, und das heißt, kann man gut Argument machen, das ja, weil ich habe das ja ein bisschen lesen, das Werte von Christen ja sehr gut. Und wenn man das lebt, dann alle Menschen gut. Ja? Meinst du, soll ich mit denen sprechen? Ja. Alles klar, ich werde Probierung machen. Probierung. Ja, ich werde Probierung, das den akzeptieren. Okay. Ja, dann sage ich vielen Dank schon für deine Hilfen, weil ich wusste nicht, was kann ich machen. Ja, kein Problem. Dann wünsche ich dir viele schöne Abend und vielen Dank Dir schon. auch. Auf Kein Problem. Wiederholung. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Super. Vernünftiger Anrufer fängt super an. Aber Thema heute Schutzengel. Ich wollte mit dir über was sprechen, das mir letztes Silvester passiert ist. Okay. Oder wegen, das passt zu dem Thema. Also ich bin mit Freunden, wir sind trinken gewesen, wie jedes Silvester, wie eigentlich jedes Wochenende. Ich weiß, du magst das nicht, aber ist ja egal. Jedenfalls, wir sind bei Stadtpark gewesen, ein bisschen Raketen schießen, ein bisschen Böller anzünden. Und wir haben halt auch so Schreckschusspistolen gehabt. Kennst du? So mit, wo kannst du so Raketen Er hatte mitschießen? Pistolen.
Na, nicht echte, sondern für Raketen. Es gibt Raketenpistolen? Na, das sind so Platzpatronen und damit kannst du Rakete schießen. Auf jeden Fall war ein Kollege war total betrunken und hat dann angefangen, wie bekloppte Esel da rum zu schießen. Und das eine Kugel, das ist bei mir direkt an, also nicht das Kugel, das Raketen, das ist bei meinem Gesicht gekommen, aber wieder abprallen. Und ein paar Sekunden später ist es dann erst explodiert. Und ich glaube, wenn das Ding bei meinem Gesicht hochgegangen wäre, Blair, dann wäre ich richtig im Arsch heute. Bitte drück dich anders aus. Entschuldige, da werde ich heute schwer gezeichnet von Leben. Und ich glaube, dass das ist, ich bin sonst nicht so gläubige Menschen, aber wo ich das erlebt habe, habe ich auch wirklich gedacht, das kann eigentlich nicht Glück und nicht Zufall sein. Das muss irgendwie einen Grund haben, warum ich so Glück gehabt habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, kann durchaus sein, dass du einen Schutzengel hattest. Das ist die Frage, weil wir hatten ja eben, da hat ja einer gesagt, der ist ja nicht katholisch und Schutzengel, jetzt bin ich auch nicht wirklich gläubig, auch wenn meine Eltern mich taufen lassen. Ja, aber vielleicht war das die Situation, wo Gott gewollt hat, dass du zum Glauben kommst, weißt du? Ich habe da auch schon drüber nachgedacht, weißt du, ich bin ja eigentlich da total dagegen und dann hast du diese Gedanken wieder im Kopf, weißt du, gerade wegen Trinken und Party machen bin ich ja eigentlich nicht so der Mensch, der hat den besten Stand bei Gott. Meinst du trotzdem, er würde helfen? Ja, es kann gut sein, dass er dir helfen möchte, also ich weiß es nicht. Selbst wenn du das nicht, also wenn du nicht gläubig bist oder so. Ich weiß nicht, Gottes Wege sind unergründlich, deswegen. Ja, das aber es könnte gut sein, weil du bist ja jetzt im Glauben und du hast die Situation überlebt. Ja, ist nichts passiert, als jemand eine Rakete auf dich geschossen hat. Ja, ne, das ist dann die Frage. Weißt du, ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt dadurch streng gläubig bin. Ich bin so in Zweifel gekommen zu meinem Leben, wie ich das bisher gemacht habe. Ob ich sollte vielleicht einfach besser machen, weil ich habe ja gesehen, kann von einem Moment zu anderen kann vorbei sein. Also ich glaube, Gott hat wirklich noch was vor mit dir. Was meinst du denn, könnte das Gott sein? Gott hat für deine Zukunft was Schönes geplant, glaube ich. Das war sein Ruf nach dir, weißt du, ich glaube, das war die Situation, wo er dich zum Glauben kriegen wollte und dazu kriegen wollte, was Gutes zu machen. Ich glaube, der hat irgendeine Bestimmung für dich und das war das Zeichen und du hast richtig gehandelt. Du bist zum Glauben gekommen und betest ihn an und hörst auf ihn, weißt du? Ja, ich glaube, das hat der Herr damit erreicht. Ja. Erreichen wollen. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bete ihn an. Weißt du, früher bin ich so einer gewesen, bei Religionsunterricht, bei Schule, ich habe Bilder gemalt oder so getan, als ob ich zuhöre. Und weißt du, meine Freunde sind auch so. Und jetzt bin ich halt in der Lage, dass ich immer öfter darüber nachdenke, dass das eigentlich müsste Zeichen gewesen sein. Aber irgendwie sagt mein Kopf immer noch, Dimitri blät, sowas gibt es nicht. Nochmal bitte, ich habe deinen Akzent gerade nicht verstanden. Mein Kopf sagt, da ist irgendwas, dass das so gewesen ist, wie du sagst, aber irgendwie, es sagt, mein Kopf sagt, es ist so und mein Kopf sagt, es ist nicht so. Verstehst du? Sag einfach der Seite, die der Meinung ist, dass es nicht so ist. Schick die einfach raus, okay? So wie die Leute hier Tee raussagen, sagst du einfach, ich schicke meine Zweifel raus, weißt du? Kannst du mit mir zusammen sagen? Kannst du mit mir zusammen sagen auf drei? Okay, eins, zwei, drei. Zweifel raus, blöd. Ich werde probieren und beobachten, ob irgendwie sich Zeichen geben. Okay, und wenn du Zeichen bekommen hast und vielleicht auf deinem Pfad gelandet bist, oder ja. falls das deine Bestimmung ist, falls Gott mit dir was vorhat, dann melde dich bitte. Ich bin gespannt. Ja, ich glaube okay? ja nicht, merke, dass das passiert den von heute auf morgen, wird ja nicht passieren. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Du kannst ja dann, ruf einfach an, wenn du der Meinung bist, dass es jetzt passiert ist, okay?
Ich werde mich damit befassen. Ich kann nicht versprechen, ich werde probieren, das einfach mal, nein, du musst ja einfach passieren lassen. Ja, aber du musst wirklich, du musst dann aber regelmäßig in die Kirche gehen und einer Gemeinde beitreten und weißt du, das gehört ich glaub, dazu. Ich müsste mir das überhaupt erst einmal angucken, wie ist das und weil ich habe. Mach das, das Ganze, aber das war ein eindeutiges jetzt, Zeichen. Mach das, aber es war ja, ein eindeutiges Zeichen. In Ordnung. Weißt du, ich bin jetzt 23, bin bei Schule, bei Grundschule früher mal bei Kirche gewesen, weil wir da hin mussten. Seitdem nie da gewesen, weil ich halt nicht geglaubt habe, dass da oben etwas ist. Aber ich habe das den Zweifel jetzt bei meinem Kopf, dass das nicht stimmt. Das habe ich bisher immer gemacht. Verstehst du, was ich sagen möchte? Das ist schwer zu erklären. Ich weiß selber nicht. Weiß ich auch nicht. Aber meinst du einfach versuchen? Wie ist eigentlich, wenn ich jetzt, die Frage habe ich mir vorhin schon gestellt, als du mit den Hindu gesprochen hast, wegen seinem Sohn. Wenn ich jetzt sage, ich glaube, gibt es da ein Ritualen oder sage ich einfach, ich glaube und glaube dann, gehöre ich dann dazu oder was muss man machen? Du musst regelmäßig in die Kirche gehen, du musst dich unterhalten mit den Leuten in der Kirche. Vielleicht mit dem, also auf jeden Fall mit dem Priester. Okay. Oder mit dem Pastor. Und dann musst du, also nicht musst du, aber wenn du wirklich klug bist und das richtig machen willst, solltest du dich mit den Leuten da unterhalten und dir das erklären lassen und wie das alles vernünftig abläuft, weißt du? Okay. Also der Pastor kann dir zeigen, wie du glaubst und wie du zum Glauben kommst und die anderen können dir wahrscheinlich besser erklären, wie du glaubst bei dir, okay, also bei dir als Person, weißt du? Ich verstehe. Weißt du, manchmal sehe ich bei Einkaufen noch meinen alten Religionlehrer. Vielleicht kann ich mit denen erst einmal reden, weil das ist zu hardcore, jetzt gleich mit allen anzufangen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Dass ich mit denen einmal probiere zu reden. Und das denen erzählen, auch von den Gesprächen. Willst aber du dann das musst jetzt? Du, das schaffst du. Ja, ich muss das probieren. Willst du dieses Projekt hier jetzt eigentlich dauerhaft machen oder ist das nur so, mal gucken? Also ich habe das vor, noch länger zu machen. Finde ich sehr gut, weil wie gesagt, das wird hier nicht von heute auf morgen passieren. Vielleicht darf ich, wenn ich möchte, mich nochmal melden. Du sollst dich auf jeden Fall nochmal melden. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ja, dass du dir, weil das ist schwierig bei dir reinzukommen. Ich habe schon ein paar Mal probiert. Ich weiß, aber ich merke mir deinen Namen, Dimitri. Dimitri merke ich mir. Merke dir Dimitri. Dimitri. Gut, dann würde ich sagen, gibt bestimmt viele andere Menschen, das möchte noch erzählen. Und dann würde ich sagen, ich mache die Leitung frei für den anderen. Okay. Zweifel raus. Zweifel raus. Danke, Bernd, ich liebe dich. Das wird Daniel. Okay, tschüss. Oh. Warte mal, ich gucke. Das finde ich sehr lieb von ihm. Hier, ich glaube, wie heißt der? Thomas Schober. Das ist sehr lieb von dir. Ich danke dir. Das ist schön, dass du mich unterstützt. Ich danke dir wirklich. Ja, hallo. Erzähl. Ja, kann man mich schon hören? Hallo? Ja, gut, ja, ich höre dich. Ja, Entschuldigung, ich kann das nicht so mit dem Computer, das ist von meinem Enkel. Und ich höre das gerne mal zu. Ich habe dich schon mal gehört, ich kenne deine Stimme.